So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist die Marke Bauersoße. Die brauchen wir heute vielleicht auch wieder, denn wir wollen Pinsa testen. Was ist Pinsa? Man weiß es nicht genau. Ich habe das letztens irgendwo gesehen, ich glaube im Kaufland. Sieht einfach aus wie eine Frischteigpizza. Wie der Name jetzt zustande kommt, hier steht lange Teigruhe auf Stein gebacken, handgemacht und vor allem die Sorte 3 Salami. Das müsste mich ja richtig interessieren. 3 Salami und dann sehe ich hier eine Salami, ich sehe 2 Salami und ich sehe Schinken. Ist das gar kein Schinken? Ist das Salami oder was? Wenn ich es euch mal so zeige, beziehungsweise wir müssen es ja mal aufmachen, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Backofen 200 Grad, vorheizen, bla bla bla, Entsorgungshinweise, das ist das, was wichtig ist. Vielleicht kriege ich irgendwo noch raus, was ist. Hier steht noch Pancetta, 4%, Schweinebauch, Salz und so weiter. Also für mich ist das Schinken. Wie kann man es denn 3 Salami nennen, wenn nur 2 Salamisorten drauf sind und eine Schinkensorte? Hinten ist nichts mehr. Ihr seht nur Boden. Jetzt machen wir es mal hier auf, beziehungsweise... Ich glaube, wir können das ja jetzt fürs Thumbnail schon mal so halten. Das ist das Thumbnail, weil wenn das dann fertig ist, ist das ja nicht mehr in der Packung drin und dann sieht das ja wieder komplett anders aus. Und deswegen weiß ich nicht, wie macht man das denn auf hier? Wahrscheinlich gar nicht. Hä? Hätte das nicht am Rand irgendeinen Zipfel gebraucht, wo man es aufmachen kann? Ich muss mir eine Schere holen. Pinsa, geh ab bis in den Morgen, Pinsa, ohne dich. So, das riecht jetzt auf jeden Fall richtig komisch. Hier ist noch so Käserotz drauf, den wir versuchen irgendwie hier wieder runter zu machen. Wir holen das Ding jetzt mal raus. Wir werfen das jetzt mal hier an den Rand. Und das ist jetzt eine Pinsa. Also der Käse riecht, die Salami riecht, alles riecht. Es sieht ja trotzdem aus, als hätte das jetzt viel Boden. Wenn ihr euch das anguckt, also das habe ich gemeint, das scheint hier eine Salamisorte zu sein. Eine richtig fettige, spanische Salami. Dann haben wir hier kleine Salami-Stückchen Nummer 2. Und dann habt ihr hier eine Scheibe Schinken in der Mitte. Das ist alles. Hier ist nichts anderes. Hier ist noch so Käserotz. Das kann kein Salami sein. Das muss die dritte Salami sein, die irgendwie aussieht wie Schinken. Das machen wir jetzt mal in den Ofen rein. Das dürfte jetzt nicht so lange dauern. Das ist ja nicht gefroren. Das liegt schon seit 10 Tagen jetzt im Kühlschrank. Ich hoffe, es ist überhaupt noch gut und essbar. Und wenn es fertig ist, gucken wir es uns mal an. So, die Pizza ist jetzt fertig. Das sieht ungefähr so aus. Das Problem ist, ich habe die mit dem Pizzaschneider jetzt einmal in der Mitte durchgezogen. Dann ist einfach die Hälfte runtergefallen auf den verlausten Boden. Die Katzen kamen gleich an, haben Auge gemacht. Jetzt weiß ich nicht, hier sind bestimmt Haare und Fusseln und alles dabei. Das heißt, wir müssen uns im Video auf das konzentrieren, dieses Stück. Ich mag euch das auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Jetzt habt ihr ja hier eine Salami, zweite Salami, dritte Salami, was wohl doch Schinken ist. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, das Ding 3 Salami zu nennen. Wir können es auch nochmal versuchen, irgendwie hier reinzuhalten. Aber das sieht halt jetzt, naja, mit dieser Verpackung so nicht mehr so genial aus, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier die rechte Seite, wir beißen jetzt einfach mal da rein. Das ist ein richtig dünner, latschiger Boden. Außen ist es auch sehr knusprig. Wir beißen einfach mal in den Boden. In den dünnen, knusprigen Boden, der einfach absolut nach gar nichts schmeckt. Aber mega knusprig ist. Und irgendwie voll genial, wenn du jetzt so einen Dip oder irgendwas hättest. Und würdest da den Boden reintunken, wäre das bestimmt stark. Wir nehmen jetzt mal so eine ganz kleine Scheibe Salami und probieren mal diese Salami. Schmeckt ein bisschen schweinisch. Ist auch irgendwie so sehr lapprig und weich. Du kannst das Gefühl mit der Zunge einfach durchdrücken. Aber ist gleichzeitig würzig, präsent, das passt. Wir probieren mal so eine große Scheibe Salami. Ist auch mega fettig. Aber irgendwie scharf.
merkst leichtes Bitzeln auf der Zunge, an der Zunge. Das Problem ist, wie probiert man jetzt das? Ich kann ja nicht da einfach reinbeißen, dann ist ja alles weg. Wohl komm, wir nehmen es mal in die Hand und beißen mal hier am Rand rum, wo das Fett ist. Obwohl das richtig nur nach Fett aussieht, hat das den wenigsten Geschmack. Jetzt basteln wir es mal zusammen, rollen das hier so ein, als wäre das eine Pizzatasche, die sehr knusprig ist. Beißen jetzt einfach mal genüsslich in die Mitte. Also der Geschmack ist sehr präsent, es ist auf jeden Fall würzig, es ist fettig, es ist salamiartig, es schmeckt eigentlich richtig gut. Das Problem ist nur, es stopft schon wieder so ungemein. Da ist auch dieser Käse, der drauf ist, alles, das ist immer so richtig pampig dann. Und gerade bei diesen Frischteigpizzen, das ist so ein riesen Brei im Mund, der da ankommt, wie Knetmasse, der dich einfach komplett überfordert. Aber geschmacklich einfach 1A ist. Du hast also einiges zum Kauen. Und wenn du das alles isst, dann wirst du definitiv auch satt. Was du ja bei anderen Sachen nicht hast. Ich kenne ja viele, die lassen einfach immer den Rand übrig. Wir knallen uns jetzt mal von der Marke Bauersoße hier ein bisschen was drauf. Auf die Pinsa, dann müsste die ja nochmal schärfer werden, nochmal fruchtiger, nochmal intensiver. Also nochmal, die Soße passt auf jeden Fall richtig gut dazu. Also ist schon alles sehr kräftig. Und das verleiht für mich nochmal eine persönliche Note. Nochmal eine Schärfe, nochmal eine Würze. Normal nehme ich immer Habanero Tabasco. Aber für Pizza, hier habe ich jetzt die, weil die eh auf ist. Und die schneller verbraucht werden muss als Tabasco. Tabasco hält sich ja gefühlt 100.000 Jahre. Und die passt auch dazu. Das finde ich gut. Ist also eine schöne, deftige Pizzasoße. Das Ding alleine würde ich trotzdem nochmal kaufen. Würde es auch nochmal essen. Das ist was Besonderes. Das schmeckt, das kannst du machen. Ist für mich irgendwie sogar besser als diese normalen Fertigteigpizzen, die am letzten so einen komischen Belag gehabt. Aber hier mit Salami, mit dreifach Salami, machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Auch wenn eins davon irgendwie trotzdem Schinken ist. Und könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wir hauen jetzt hier noch was drauf. Haben wir die Katzenhälfte auch noch vor uns. Sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.